Und sobald das Album vorbestellt werden kann, seht ihr es auf Instagram. Ihr folgt mir wahrscheinlich eh alle, weil sonst wärt ihr ja nicht hier. Naja. Ja gut, manche habe ich auch genötigt herzukommen. Danke Matze, dass du da bist. Apropos nötigen Leute herzukommen. Nein, ich habe ja heute schon die Ehre gehabt, meine beiden Bandkollegen Sam und Digga auf der Bühne zu haben. Das ja, gib nochmal einen großen Applaus für die beiden. Das ist toll. Und es gibt noch weitere Gäste heute Abend. Das heißt ja so großspurig auf den Einlasskarten. Sebastian Rätsel and Friends. Oder und Freunde. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich entschieden habe. Und Freunde ist ja Plural und ich habe zum Glück mehr als zwei. Ja, danke, dafür kann man ruhig mal applaudieren. Und ich freue mich jetzt auf eine junge Dame. Wir kennen uns auch schon, boah, keine Ahnung, 5, 6 Jahre. Und als wir uns kennengelernt haben, da hat sie noch mir geholfen. Mir hat sie für mich mal Demos eingesungen. Und irgendwann mache ich mal Instagram auf, wo wir es gerade erzählen, und wundere mich, dass sie so fett Insta-Stories macht. So, hey Leute, bin gerade hier unterwegs. Und so, für wen machst du das? Und dann gucke ich auf ihr Instagram-Profil und sehe 150.000 Follower. Ja, gedacht, was ist denn da passiert? Sie hat bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt und hat das ja clever gemacht, weil sie hat es nämlich nur gemacht, um ihre Musik groß zu machen. Und es ist ihr gelungen. Großen Applaus für Jessie aka Eule! Freue mich so sehr, dass du da bist. Freue mich auch sehr, tatsächlich. Und auch, dass du dich damals für mich bereit erklärst, das Schlager zu singen. Ich weiß, das ist jetzt nicht dein Favorite. Wenn du es tust, schon. Ne, das, oh, das geht runter. Ich hab kurz Axi, rutsch aus, Alter. Du hast übrigens gerade schön gesagt, ich habe jetzt nicht nur mitgemacht, um hier Musik zu machen und so bei Berlin Tag und Nacht. Ne, das klingt so. Du als Schauspielerin. Hat sie nur gemacht, damit sie hier. Willst du noch einen Oscar machen? Ja, das sowieso, klar. Nein, aber es war schon so, dass das sich ergeben hatte im Laufe des Spiels, wo es dann hieß, ey Jessie, hast du nicht Bock, deine Songs mit einzubringen? Also mir wurde das angeboten und ich habe es dankbar angenommen. Das ist doch, also wunderbar. Und das Schöne daran ist ja vor allem, dass du einfach auch sehr schöne Songs hast. Ja? Weil es wäre jetzt blöde, einfach zu sagen, komm, wir singen jetzt einen Schlager von mir zusammen. Ja. Sondern es macht natürlich viel mehr Spaß, Songs von euch zu singen. Und das machen wir jetzt. Wir singen jetzt deine aktuelle Single. Richtig. Lauter. Gutes Motto für heute Abend, finde ich. Und die Band ist wieder dazu da, ist das schön. Großen Applaus für die Band. Wirklich. Wir beide.
So. Sing mal vor. Es wird immer nur noch lauter um uns zwei. Der Name oder? Ist in dem Fall auch Programm, ihr dürft uns richtig anschreien. Eins, zwei, drei. Es wird immer nur noch lauter um uns zwei. Ihr seid so ein schöner Chor. Ein wunderschöner Chor. Ihr könnt noch lauter sein, ein schöner Chor hier. Achtung. Es wird immer nur noch lauter um uns zwei. Sehr gut, macht ihr das jetzt mal nur die Frauen. Wir sind viele Frauen. Eins, zwei, drei. Es wird immer nur noch lauter um uns zwei. Oh, ich liebe euch. Okay, dann deswegen, die Männer dürfen natürlich auch einmal. Eins, zwei, drei. Es wird immer nur noch lauter um uns zwei. Oh, Männer, okay. Hallo. Und das Schöne ist, ihr könnt Eule schon ganz, ganz bald auch live erleben, wenn ihr mehr von ihr sehen wollt. Am 6. März spielt sie in Benu hier in Berlin. Tickets gibt's bei Eventen überall. Überall. Bei uns sind noch Tickets da. Also ich würde mich natürlich freuen, so ein paar Gesichter hier wiederzusehen. Eule, großen Applaus. Ey, danke nochmal. Und es geht auch Schlag auf Schlag.